Bevor das Video anfängt, möchte ich noch einmal alles zusammenfassen, was ich in dem Video so erwähne. Und zwar geht es einmal darum, warum ich jetzt so lange inaktiv war und wie es weitergehen soll. Ich habe nämlich drei coole Formatideen eigentlich, und zwar zwei Minecraft-Formate und ein League of Legends-Format. Und das League of Legends-Format ist halt auch was für Leute, die jetzt nicht unbedingt League of Legends-Fans sind oder beziehungsweise das Spiel nicht mögen. Dann habe ich noch ein richtig cooles community-bezogenes Minecraft-Projekt und ein Minecraft-Projekt, in dem ich einfach so ein paar richtig, richtig epische Videos einfach rauskicken kann. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr da Bock drauf habt und ich würde sagen, ja, wir sehen uns nicht mehr vorbei. Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin wieder nach 6 Wochen ein Video von mir, yay! Ja, also ihr habt es ja wahrscheinlich schon am Anfang gehört. Ich werde jetzt ein bisschen darüber reden, warum ich denn so lange inaktiv war und wie es weitergehen soll. Und ich würde sagen, ich fange damit an, wie es weitergehen soll, weil das ist ja ein bisschen wichtiger als das, warum ich denn überhaupt inaktiv war. Aber das ist, glaube ich, dann trotzdem noch cool zu wissen und das werde ich dann halt am Ende nochmal ein bisschen erläutern. Und ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal damit an, wie es dann weitergehen soll. Und zwar möchte ich zwei Formate noch bringen. Beziehungsweise eigentlich kann man drei sagen. Und zwar einerseits möchte ich ein neues Minecraft-Format bringen, was es so noch nicht gibt. Und da brauche ich aber euch unbedingt für. Also es ist echt extrem wichtig, dass ihr dabei seid. Dann möchte ich noch so Videos bringen, die ich eigentlich mal machen wollte, aber dann irgendwie nie gemacht habe. Zum Beispiel My SG Story will ich unbedingt nochmal bringen. Und das hatte ich ja vor über einem Jahr mal angekündigt und ich habe es nie gebracht. Aber jetzt möchte ich mich da echt mal ransetzen. Also in My SG Story, My YouTube Story vielleicht oder My Minecraft Story noch. Und an sich so ein paar Sachen, die ich halt noch so als einzelstehende Videos quasi noch machen möchte. Und ich möchte mit League of Legends anfangen und da möchte ich sowas machen wie Unranked to Challenger. Also das ist quasi sowas wie vom Noob zum Pro. Also auch für die Leute von euch, die League of Legends nicht kennen, die da keine Lust drauf haben, könnten sich ja wenigstens die erste Folge mal anschauen und dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, ob ihr überhaupt keinen Bock drauf habt oder ob ihr es so wie ich es mache, beziehungsweise ja, doch, so wie ich es mache halt, ja, enjoyen würdet quasi. Also wenn ihr das cool fänden würdet, das wäre richtig schön, weil ja, ich werde da auch richtig viel Arbeit reinstecken, denke ich mal. Und es ist ja halt, wie gesagt, sowas wie vom Noob zum Pro. Also auch die Leute von euch, die jetzt gar kein League of Legends kennen, die werden das, denke ich, genauso cool finden, also wenn sie es sich anschauen, wenn sie es genauso cool finden wie die Leute von euch, die halt schon League of Legends kennen, weil, keine Ahnung, ich stelle mir das einfach richtig chillig vor. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal damit an, was das denn für ein Minecraft Projekt werden soll, was ich da angekündigt habe, dieses, was es noch nirgends gibt oder so. Und zwar ist es ein Format, für das ich noch keinen Namen habe. Da müsste ich mir noch irgendwas überlegen. Vielleicht mache ich das auch einfach ohne Namen, sondern nenne jede Folge irgendwie anders. Und zwar, ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Und zwar möchte ich es so machen, dass ihr quasi komplett alles bestimmen könnt. Und das ist quasi so ein Wunschvideo von der Community quasi. Und das dann halt jede Woche oder so, keine Ahnung, mal schauen, wie oft ich es bringen kann. Und zwar, es soll halt so sein, dass ihr komplett alles entscheiden könnt, was in dem Video drankommt. Jeder einzelne von euch hat quasi Wünsche frei, die ich dann erfüllen könnte, wenn es geht. Also ich werde natürlich probieren, alle zu erfüllen, aber manche sind halt natürlich ein bisschen schwieriger zu erfüllen als andere. Und zwar könnt ihr dann echt alles euch wünschen. Also ihr könnt euch wünschen, was ich spielen soll, welchen Spielmodus, auf welchem Server. Ob ich überhaupt auf dem Server spielen soll, ob ich Singleplayer kurz machen soll oder ob ich irgendwie ein Texturenpack ein bestimmtes benutzen soll, irgendwelche Hintergrundmusik, ob ich mit irgendjemandem aufnehmen soll. Ihr könnt die Themen bestimmen, also ihr könnt meinetwegen solche Themen machen wie, also so Minecraft-bezogene Themen, wie zum Beispiel, wer ist der beste PvP-Spieler meiner Meinung nach. Und ihr könnt so richtig ernste Themen bestimmen, wie zum Beispiel, wie findest du die Pegida-Bewegung oder sowas, keine Ahnung. Ihr könnt Fragen stellen, die ich dann beantworte. Ihr könnt eigentlich so alles machen, was ihr überhaupt wollt. Und ich stelle mir das einfach richtig cool vor, weil ich halt echt so auf jeden einzelnen Abonnenten denn ein bisschen eingehen kann. Und das ist, glaube ich, ziemlich cool, wenn man so sieht, ah, das habe ich mir gewünscht, der spielt mit dem Texturenpack, das ich wollte. Er spricht das an, was ich wollte, er beantwortet meine Frage und so. Das stelle ich mir einfach richtig cool für euch vor. Und natürlich für mich auch, weil ich dann einfach einerseits, also weil, es ist ein bisschen blöd zu erklären, weil früher war es ja so, ich habe halt vor allem Hive-Survival-Games gebracht und da hatte ich so nicht wirklich die Abwechslung, sondern habe immer Hive gespielt, wurde ein paar Mal zeigt und dann habe ich ein Video bekommen, was ich aufnehmen, also was ich hochladen konnte. Und das stelle ich mir einfach viel cooler vor, weil das einfach so, ich stelle mir einfach vor, dass es viel mehr Spaß macht, sowas aufzunehmen und sowas zu schauen und deswegen, ja, bin ich halt auch auf die Idee für dieses Format gekommen. Und ich stelle mir das halt einfach, ich weiß nicht, ich stelle mir das richtig cool vor, einfach so auf eure Wünsche alle einzugehen. Und wenn ihr das Video dann seht, dann denkt ihr euch so, ah, das habe ich mir gewünscht, ist ja cool, dass er das anspricht und so. Und ich stelle mir das an sich ziemlich cool vor, weil so zum Beispiel normale Survival-Games-Runden, wie ich es früher mal gebracht habe, fand ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Und ich verstehe nicht, wie zum Beispiel irgendwelche YouTuber, so Creeperfarz zum Beispiel, der hat über 400 Survival-Games-Episoden oder Hunger-Games-Episoden und die werden immer noch angeguckt. Und ich verstehe einfach nicht, wo dann noch der,
ja, der Spaß an der Sache ist. Also das Einzige, was halt cool an solchen Videos ist, ist quasi das Thema. Und das würde ich dann ja in den Videos auch ansprechen, weil ich finde so, ja, keine Ahnung, SG ist halt echt immer dasselbe. Es sind 24 Leute, die sich in der Arena gegenseitig töten, nachdem sie ein paar Chests ausgelootet haben. Und ja, keine Ahnung, es ist halt, ich finde es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, und deswegen habe ich mich auch für dieses neue Format jetzt entschieden. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal wieder so normale Survival Games weiter. Allerdings habt ihr ja, glaube ich, in den letzten Episoden schon gemerkt, wie viel Spaß ich daran habe, nämlich richtig viel Kappa. Und ja, an sich, glaube ich, ist das was ganz Cooles. Und dann, wie gesagt, nochmal diese Videos, die ich halt ja schon lange mal machen wollte und noch nie gemacht habe, wie zum Beispiel My SG Story, würde ich dann halt auch gerne mal bringen. Und dann halt noch League of Legends. Und ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also es wäre schön, wenn ihr dem Spiel oder beziehungsweise mir als YouTuber da mal so eine kleine Chance gibt für diese Serie, weil ich kann mir halt echt vorstellen, dass die meisten von euch entweder kennt ihr das Spiel und findet es toll, oder ihr kennt das Spiel nicht und findet es blöd. Also ich habe zum Beispiel, als Sam Haribo damals gesagt hat, dass er ziemlich viel League of Legends spielt und deswegen so inaktiv auf YouTube ist, sind halt echt viele Leute so abgegangen von wegen, ja, League of Legends ist doch scheiße, Mann. Das ist jetzt daran schuld, dass du so inaktiv bist und so. Und ja, ich muss ganz deutlich sagen, das ist einfach, ja, es ist einfach ein richtig tolles Spiel. Und ich glaube eigentlich, dass jeder daran Spaß haben kann, wenn man das ein kleines bisschen versteht. Und das wäre halt so Sinn des ersten Videos, das ich bringe, dass ich euch das Spiel einfach mal so ein bisschen beibringe. Es ist auch echt nicht viel zu lernen. Also ich glaube, ich kann euch in 5 Minuten so ungefähr alles erklären, was man so wirklich braucht. Und dann, glaube ich, habt ihr schon Spaß daran, euch das Video anzuschauen. Und andererseits möchte ich das einfach auch für mich ein bisschen hochladen, weil ich kann es mir, also ich stelle es mir echt lustig vor, dass ich dann, wenn ich jetzt sagen wir in einem Jahr, sagen wir mal echt richtig extrem, dass ich Challenger wäre, oder halt, dass ich auf jeden Fall viel besser bin in League of Legends und mir dann in einem Jahr nochmal die Videos angucke, wie ich halt so angefangen habe, so wie jetzt halt, dann glaube ich, ist das ziemlich cool zu sehen, einfach so, ja, es ist glaube ich, ja, wie so eine Art Fotoalbum, wo man dann halt sieht, wie man sich verbessert hat, und das stelle ich mir halt extrem cool vor. Und ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt bringen möchte. Ich würde mich auf jeden Fall richtig darüber freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie ihr das finden würdet. Wenn ihr andere Ideen habt, schreibt sie mir auch in die Kommentare. Ich bin offen für alles. Also wenn ihr jetzt irgendeine Idee habt für irgendein ganz tolles Minecraft-Format, was denn, keine Ahnung, ich habe halt so nicht so wirklich Ahnung davon. Also ich hätte jetzt halt die Idee gehabt, aber wenn ihr andere Ideen habt, schreibt mir sie einfach in die Kommentare. Und wenn ihr halt, wie gesagt, irgendwie Lust auf Hive Survival Games habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare und ich werde es einfach in diesem Wunsch-Video-Dingsbums da dran nehmen. Und ja, ich hoffe einfach, dass euch die Videos dann, die ich bringen werde, gefallen. Warte, was habe ich gerade gelabert? Die Videos, die ich dann bringen werde, hoffe ich, dass sie euch gefallen. Weil, keine Ahnung, ich persönlich stelle sie mir einfach cooler vor, als das, was ich bis jetzt so die ganzen letzten Jahre gemacht habe. Weil, ja, jedes einzelne Video von denen, die ich dann bringen würde, sind halt sowas, sowas richtig Vollendetes, was man sich einfach super gut geben kann, was einem Spaß macht anzugucken, hoffe ich zumindest. Und ja, ich stelle mir das einfach richtig gut vor, wenn das so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, also das Deathmatch hier ist übrigens halt ein bisschen lang, falls ihr das Gameplay gerade seht. Das war auf Gomme mit meinem tollen neuen Account Face Eric, ja, ich weiß. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal ein bisschen darüber reden, warum ich denn überhaupt so lange inaktiv war. Weil das könnte euch ja auch vielleicht interessieren. Also erstmal, wenn ihr, wie gesagt, irgendwas zu dem ersten Thema jetzt habt, also zu den Formaten, die ich bringen möchte, dann schreibt es mir in die Kommentare und wie gesagt, gebt League of Legends eine Chance, schaut euch wenigstens das erste Video 10 Minuten lang an. Da könnt ihr immer noch sagen, ihr findet es scheiße und ihr könnt es disliken, meinetwegen, aber es wäre einfach schön, wenn ihr auch, wenn ihr nur Hive SG spielt, dass ihr es euch einfach anschaut, weil ich stelle es mir einfach cool vor, wenn ihr da Bock zu habt, und ich kann mir eigentlich echt vorstellen, dass jeder von euch da Lust zu hat, wenn man sich einfach mal so ein bisschen, ein kleines bisschen offener gegenüber League of Legends dann einfach zeigt. Und ja, jetzt kommen wir dazu, warum ich denn so lange inaktiv war. Und zwar ist der Hauptgrund eigentlich, dass ich null Bock mehr auf Minecraft hatte und dass ich League of Legends angefangen habe. Es gab nur so mehrere Gründe, die eigentlich auch dafür gesorgt haben, aber das waren eher so kleinere Faktoren. Zum Beispiel hatte ich ja in der ersten Februarwoche mein Praktikum, was dann von 8 Uhr bis 16 Uhr abends ging. Und ja, das war halt schon relativ ja, zeitaufwendig und auch relativ intensiv. Also es war halt Altenpfleger. Das mussten wir machen. Also wir mussten ein Pflegepraktikum machen. Und im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Beruf, ich habe den komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte so, bah, ist das eklig. Alte Leute waschen den Hintern, putzen und so weiter. Keine Ahnung. Also ich habe es mir echt eklig vorgestellt und hatte da null Bock drauf. Aber so im Endeffekt ist es halt echt schön. Also es hat Spaß gemacht. Natürlich gibt es so Sachen, wo man sie einfach waschen muss oder so. Das musste ich jetzt nicht machen, weil ich Praktikant war. Aber insgesamt war das halt ein richtig cooler Job. Und ich habe mir den komplett anders vorgestellt, komplett falsch eingeschätzt. Und ja, das wollte ich nur mal erwähnt haben, weil, keine Ahnung, ich war so geflasht, dass es einfach so viel besser geworden ist, als ich es erwartet hätte.
Dann hatte ich natürlich auch Schule zu tun, ich hatte Arbeiten geschrieben, ich hatte Präsentationen zu halten. Ja, für Arbeiten habe ich jetzt nicht unbedingt gelernt, aber Präsentation muss man natürlich zu Hause machen. Praktikumsbericht muss ich natürlich dann auch noch machen. Habe am letzten Tag angefangen, so muss das Leute trotzdem eine 2 bekommen. Also ich möchte ja nichts sagen, ne? Aber naja, und auf jeden Fall hatte ich dann natürlich noch Fahrschule, habe dafür gelernt, hatte Fahrstunden. Das ist ja auch immer so ein, ja, so ein paar Stündchen, die man dann weg ist. Und ja, also die Probleme, die man so hat, wenn man so alt ist wie ich, wenn man 17 ist halt. Ich hatte übrigens auch Geburtstag, boah, das ist schon so lange her, ne? Ich hatte am 5. Februar Geburtstag und mein Handy, ne? Ohne Spaß, ich habe eine Skype-App und mein Handy ist einfach schon morgens gestorben. Es war einfach um 7 Uhr morgens, ist es schon zum ersten Mal abgestürzt, weil mir so viele Leute gratuliert haben. Das war richtig krass, auf jeden Fall nochmal richtig danke, danke, danke dafür. Es war echt so episch, dass es da einfach abgestürzt ist. Und vor allem, als ich dann halt von dem Praktikum nach Hause gekommen bin, das war ja der Donnerstag, wo ich halt auch Praktikum hatte, dass mein Handy einfach direkt nochmal abgestürzt ist. Das war richtig heftig. Aber auf jeden Fall danke für, Jungs, ich weiß gar nicht, wie viele waren das, 100, ich habe mir 123 gemerkt, ich glaube, es waren irgendwie 125 oder so. Auf jeden Fall danke für die ganzen Glückwünsche, es war richtig cool, die alle zu lesen, es war echt richtig episch. Ach ja, ich hatte auch noch Internetprobleme, einmal kurz, und zwar irgendwie 2 Wochen lang ging mein YouTube so gar nicht. Also eigentlich ging alles andere, nur YouTube war irgendwie so ein bisschen verbuggt. Ich weiß nicht, woran das lag, aber es war halt irgendwie so, dass ich, wenn ich ein Video angeklickt habe, dann hat es richtig lange geladen, beziehungsweise gar nicht geladen. Und wenn es mal geladen hat, dann war es 144p und da hatte ich dann überhaupt keinen Bock drauf. Und deswegen war ich so 2 Wochen richtig inaktiv auf YouTube, also komplett inaktiv auf YouTube an sich. Ich habe kaum Videos geguckt und ja, den Rest der Zeit, also ich spiele jetzt seit gut einem Monat, also nach dem Praktikum habe ich, glaube ich, mit League of Legends angefangen. Und natürlich spielt man dann auch relativ viel, weil es auch richtig viel Spaß macht. Und ich habe natürlich auch viel zu lernen gehabt, also ich habe mich viel mit Freunden unterhalten, die mir das Spiel so ein bisschen beigebracht haben. Und ich habe auch richtig viele Videos geschaut von Bjergsen und von Reckless und so weiter, wie sie halt spielen, weil ich möchte später mal ADC mainen. Also das ist jetzt so für die Leute, die es kennen. Ich werde euch das dann sonst in der ersten LOL-Episode halt erklären. Also ich möchte halt ADC und vielleicht auch Midlane mainen, so mehr oder weniger. Und deswegen habe ich probiert, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und bin auch echt viel besser geworden. Also vor einem Monat habe ich noch viel schlechter gespielt und habe das Spiel kaum verstanden. So wie ihr wahrscheinlich. Also wenn ihr das Spiel überhaupt nicht kennt, dann wart ihr ungefähr so wie ich. Aber nach einem Monat schon habt ihr so viel Plan von dem Spiel. Also okay, ich will jetzt nicht sagen, dass ich schon richtig Plan von dem Spiel habe, aber ich bin auf jeden Fall deutlich besser geworden, muss ich sagen. Also ich habe das Spiel auch für mich viel mehr verstanden einfach. Und ja, also dafür muss man natürlich auch viel tun, viel lernen und so weiter. Aber ja, der größte Grund war halt, wie gesagt, dass ich einfach die Motivation für Minecraft verloren habe, weil, ja, keine Ahnung, zum Beispiel dieser Ban auf Hive, der regt mich immer noch auf. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe einfach gespielt und wurde dafür gebannt und durfte anscheinend dann nicht appealen und keine Ahnung, es war richtig schlimm. Da komme ich immer noch nicht drauf klar. Ich könnte mich da immer noch so aufregen, ne? Aber ja, das war also insgesamt das, was ich in diesem Video erzählen wollte. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf die neuen Formate. Und ich hoffe, ihr gebt League of Legends eine Chance. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung zu den, ja, angesprochenen Themen in die Kommentare, zu dem neuen Minecraft-Format, zu den Minecraft-Videos, die ich jetzt noch bringen möchte. Zum Beispiel My is G-Story, das steht bei mir ganz oben auf der Liste, das möchte ich unbedingt noch bringen. Und ja, ich hoffe, ihr seid jetzt auch wieder aktiv mit dabei, wenn ich aktiv bin. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einem weiteren Video. Schreibt schon mal eure Wünsche in die Kommentare und dann mal gucken, ob das erste Video dann wieder Minecraft ist oder League of Legends. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns. Wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, glaube ich, poste ich die dann mal auf Twitter, weil, keine Ahnung, ich habe jetzt seit irgendwie 2 Jahren Twitter und habe es nie benutzt. Und ich glaube, das wäre jetzt ganz cool, damit ihr so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt, einfach mal ein bisschen Twitter benutzen. Ich muss mich da auch erstmal dran gewöhnen, Leute, das ist ganz klar, aber wie gesagt, ihr könnt da ja einmal drauf schauen. Also ich würde mir auch, also ihr könnt mir followen, aber es bringt, glaube ich, nicht so viel, weil, keine Ahnung, ihr followt wahrscheinlich vielen Leuten, aber ihr könnt ja vielleicht einmal am Tag darauf gehen oder so. Oder alle 2 Tage, dann seht ihr ja, was ich so gepostet habe. Wenn ich es nicht vergesse, es tut mir leid, wenn ich es tue, aber auf jeden Fall werde ich da probieren, Neuigkeiten zu posten, einfach damit ihr ein bisschen auf dem Laufenden bleibt, was so die ganze Zeit jetzt angeht. Zum Beispiel hätte ich jetzt die ganzen 6 Wochen da irgendwas posten können, das wäre doch viel besser gewesen. Und dann hättet ihr nicht gedacht, dass ich irgendwie vom Auto überfahren wäre oder so. Und ja, also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Lust auf die neuen Formate. Ich hoffe, ihr lasst immer ein bisschen Feedback dazu da. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einem weiteren Video. Ich hoffe, ihr hört's, dass ich wieder ein bisschen motivierter für YouTube bin. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, Leute, haut einfach rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao. Wie oft habe ich mich gerade wiederholt? Ist doch scheißegal. Naja, haut rein. Ciao. Oh, Moment, ich habe das Hashtag vergessen. Den Hashtag. Schreibt mal Hashtag Kappa in die Kommentare. Okay, haut rein. Ciao.